Fortsetzung vom letzten Video, also von Video 101. Da ging es ja um den MG5 EV, den neuen Kombi, den es jetzt von MG gibt. Und heute geht es nochmal um den MG ZS EV, also diesen Urban Crossover würde ich ihn mal bezeichnen. Die meisten sagen SUV dazu, aber für mich ist das kein SUV, weil er hat nur Frontantrieb und eine Bodenfreiheit, die ich vielleicht gerade mal auf einen ebenen Feldweg benutzen würde. Ich habe über den MG ZS EV übrigens schon mal ein Video gebracht, beziehungsweise er war in einem Vorstellungsvideo der Neuheiten 2020 mit drin. Das war das Video Nummer 88. Ich werde es da oben auch nochmal irgendwo verlinken. Na, ihr wisst schon, wo da müsste das sein. So. Und von daher gehe ich jetzt zwar auch auf den MG ZS EV ein, stelle ihn aber gleich im Vergleich zum MG5 EV. Ja, und der Unterschied ist ja schon klar. Ich habe es ja gerade erwähnt, der MG ZS EV ist ja mehr so ein Urban Crossover bzw. SUV, wie es viele sagen. Und der MG 5 EV ist ja ein klassischer Kombi, also ein PKW, der flacher gebaut ist. Und da sind eigentlich auch schon so die Unterschiede. Auch der MG ZS EV bietet bis zu 5 Passagieren Platz, wobei halt hier der Mangel an der 5. Kopfstütze liegen dürfte für viele, die halt dann wirklich mit 5 Leuten fahren. Und ansonsten ist er reichlich halt vom Platz besegnet. Man hat halt ein bisschen mehr Kopffreiheit, ein bisschen mehr Beinfreiheit. Und Kofferraum, finde ich, reicht mit 448 Liter normal auch völlig aus. Und reichlich ausgestattet ist übrigens der MG ZS EV auch, sogar noch reichlicher wie der MG 5 EV, wo halt auch schon die Unterschiede anfangen. So bekommt man einen Querverkehrswarner, Totwinkelwarner, adaptiven Tempomaten und einen Spurhalteassistenten mit Spurverlassenswarner je nach Ausstattung dazu. Und ein Stauassistent ist da auch noch mit drin verbaut. Ja, und es könnte sogar sein, das ist jetzt mal so eine Vermutung von mir, die ich jetzt bitte nicht auf die Goldwaage legen möchte. Eventuell gibt es ja in Zukunft oder naher Zukunft sogar einen Nachfolger des jetzt aktuellen MG ZS EV, denn es gibt schon ein New MG ZF, ZZS vielmehr, so den allerdings nur als Verbrenner, und der sieht, sage ich mal, ja, ein bisschen moderner aus, ein bisschen aufgefrischter aus. Das Armaturenbrett sieht richtig klasse aus. Er hat nicht mehr dieses fest verbaute, eben verbaute Display in der Mitte drin, sondern eher so ein bisschen ein vorgehängtes, würde ich es mal sagen. Das sieht also richtig klasse aus. Mittelkonsole gefällt mir bei dem neuen auch besser, wobei es ja immer Unterschiede zwischen klassischen Antrieben und dem Elektroantrieb gibt, weil die halt weniger Platz benötigen für die Gangwahl bzw. die Programmwahl beim Automatikgetriebe. Hier habe ich nämlich die Preise von Österreich jetzt einfach mal genommen. Und da gibt es halt zwei Ausstattungsvarianten. Ich habe jetzt hier die britische Bezeichnung für die Ausstattungsvarianten beibehalten, weil das einfacher im Vergleich ist. Und da gibt es halt, die Grundausstattung ist wieder die Excite-Ausstattung für 27.900 Euro und die Exclusive-Ausstattung für 29.600 Euro. Und die Preise, das hat der MG halt bekannt gegeben, als sie die Fahrzeuge hier in Europa vorgestellt haben, oder den MG ZS EV, dass die Preise in allen Ländern dann gleich sein sollen. Also auch hier ist beim MG ZS EV die Aufpreisliste extrem kurz. Also so kennt man sie von deutschen Herstellern sowieso nicht, weil sie passt einfach auf ein DIN A5 Blatt, eine Postkarte, wie auch immer. Da gibt es nämlich nur die beiden Ausstattungslinien, und dann könnt ihr noch zwischen Farben wählen, nämlich ganze 4 Farben sind es. Eine davon ist wieder serienmäßig, das ist Arctic White, und die anderen 3 Farben kosten zwischen 600 und 770 Euro. Das ist halt wieder so ein vermuteter Preis
die die Farben kosten können. So, ja, selbst in der Excite-Ausstattungslinie kommt der MG ZSEV reichhaltig ausgestattet daher. Schon bei der Grundausstattung ist der aktive Notbremsassistent, der Spurhalteassistent mit Spurverlassenswarner sowie der adaptive Tempomat mit Stauassistent serienmäßig verbaut. Lediglich Totwinkelwarner, Querverkehrswarner sind erst bei der Exclusive-Ausstattung serienmäßig. Ja, weitere Unterschiede zwischen den beiden Ausstattungslinien bestehen nur in der Dachreling, den elektrisch anklappbaren Außenspiegel, Ledersitzen mit Sitzheizung vorne, den elektrischen Fahrersitz, die Klimaanlage mit Pollenfilter. Bei der Excite-Ausstattung gibt es halt nur die Klimaanlage ohne Pollenfilter, die manuelle Klimaanlage wollte ich sagen, sowie dem Regensensor für die Wischer-Soundsystem mit 6 Lautsprechern, Rückfahrkamera und dem Panorama-Glasdach, was ja eigentlich so das Erkennungsmerkmal ist an dem Auto. Und die sind halt nur der Exclusive-Ausstattungslinie vorbehalten. Kommen wir jetzt zum Laden, also zum Laden des Akkus, nicht des Kofferraums. Der MG ZSEV verfügt anders als der MG 5EV nicht über einen 52,5 Kilowattstunden großen Akku, sondern nur über 44,5 Kilowattstunden. Geladen werden beide Fahrzeuge über einen Anschluss vorne in der Frontmaske, wobei der Anschluss beim MG ZSEV ein wenig ungünstig gelöst ist. Da geht eine sehr große Klappe, wird nach oben gefahren und verdeckt eigentlich den Blick auf die darunter liegende Ladeklappe. Es sieht zwar geckig aus, wenn das Teil so hochklappt, aber ich finde es sehr umständlich. Da gibt es andere Lösungen, denn beispielsweise beim MG 5EV geht der Deckel seitwärts auf. Und das ist einfach praktischer, weil man gleich den Ladeanschluss vor sich sieht und nicht erst noch runtertauchen muss, um zu gucken, wo sind denn da jetzt die Kappen drauf, wo ziehe ich sie ab und wo stecke ich den Stecker rein. Ja, geladen werden beide Fahrzeuge übrigens gleich, AC mit 7 Kilowatt und DC mit 50 Kilowatt, also bis zu 50 Kilowatt. Und da ist auch kein Unterschied drin, es ist beides das gleiche, auch halt Typ 2 CCS. Lediglich was die Ladedauer anbelangt, gibt es einen Unterschied. Klar, die Akkus sind unterschiedlich groß. Und da sind es 6,5 statt 8,5 Stunden beim MG ZSEV für die AC-Ladung und 40 Minuten statt 50 Minuten für die DC-Ladung bis 80%. Kommen wir jetzt zu den Leistungen. Und da unterscheiden sich beide Fahrzeuge durch ihre Bauweise und durch die verbaute Antriebstechnik. Der MG ZSEV wird mit 143 PS und 105 kW mit starkem Motor ausgestattet, währenddessen der MG 5EV 156 PS und 115 kW leistet. Beim Drehmoment kann hingegen der MG ZSEV schon wieder trumpfen, weil der 353 Newtonmeter gegenüber 260 Newtonmeter beim MG 5EV. Die Beschleunigung meistert jedoch wieder der MG 5EV mit 7,7 Sekunden gegenüber 8,2 Sekunden beim MG ZSEV. Die Gewichte, also was wiegt dieses Auto? Ja, und beim Gewicht kommt kaum ein Unterschied zum Vorschein. Der MG 5EV ist sogar etwas schwerer als der größer wirkende MG ZSEV. Das dürfte jedoch mehr am Akku liegen als am Fahrzeug selbst. Leer wiegt der MG ZSEV 1502 Kilo bzw. 1539 Kilo je nach Ausstattungslinie. Die Zuladung ist bei beiden Ausstattungslinien unterschiedlich.
da beide über das gleiche Gesamtgewicht verfügen und somit dürfen sie 464 Kilogramm bzw. 427 Kilogramm zuladen, was ein Gesamtgewicht von 1966 Kilo ausmacht. Wenn wir uns jetzt nochmal die Gewichte von MG5EV ansehen, dann haben wir Leergewichte von 1532 Kilo bzw. 1550 Kilo. Beide dürfen sie gleich zuladen und zwar 442 Kilogramm. Und dadurch verändert sich jedoch auch das Gesamtgewicht von 1974 bzw. 1992 Kilogramm. Also hier ist halt der MG5EV etwas schwerer in der Gesamtmasse, aber wie gesagt, das wird mehr an den Akku liegen als eigentlich an der Bauart des Fahrzeuges selbst. Kommen wir jetzt zu den Außenabmessungen. Ja, die Unterschiede sind eigentlich nur daran zu finden, was für eine Bauart das jeweilige Fahrzeug ist. Währenddessen halt der MG5EV etwas länger ist, ist der MGZSEV dafür etwas höher. Und das macht sich in Zahlen folgendermaßen aus. Die Länge beim MGZSEV beträgt rund 4,13 Meter, beim MG5 4,54 Meter. Die Breite mit Spiegel ist beim MGZSEV rund 2,5 Meter und beim MG5EV rund 2,6 Meter. Also ist nicht so groß der Unterschied. Die Höhe jeweils mit Dachreling bemessen sind beim MGZSEV 1,64 Meter und beim MG5EV 1,54 Meter. Also gut 10 cm Höhenunterschied zwischen den beiden Fahrzeugen. Kommen wir jetzt zu den Abmessungen im Innenraum und da ist eigentlich so der Unterschied zwar vorhanden, aber das ist eigentlich nicht immer viel, was sich die beiden Fahrzeuge unterscheiden, halt bauartbedingt ein etwas flacherer Kombi oder aber ein höherer Urban Crossover. Und so beträgt die Beinfreiheit vorne beim MGZSEV 1,07 Meter, beim MG5 1,08 Meter. Die Kopffreiheit vorne beim MGZSEV 1,04 Meter, beim MG5EV 98 cm. Die Schulterbreite vorne beträgt beim MGZSEV 1,39 Meter und beim MG5EV 1,42 Meter. Die Beinfreiheit hinten beträgt 92 cm beim MGZSEV und 86 cm beim MG5EV. Die Kopffreiheit hinten beträgt beim MGZSEV 1 Meter und beim MG5EV 94 cm, also vorne und hinten ist die gleiche Differenz von 6 cm, das ist ungefähr so ein Stück hier. Das macht schon ordentlich was aus, also 6 cm sind ungefähr so 4 Querfinger breit. Also ja, so das Stück halt. Ja, und weiter geht es dann noch im Kofferraum und die unterscheiden sich komischerweise gar nicht mal so sehr viel, außer von der Bauform her gesehen. Gibt es da nicht gerade so viel in Anführungsstrichen, was da sich unterscheidet. Und zwar hat der MGZSEV einen Kofferraum von 448 Liter bis zur Hutablage und der MG5EV 464 Liter. Ein gleiches Bild ergibt sich bei umgelegter Rücksitzbank. Hier kann der MGZSEV 1375 Liter laden, hingegen der MG5EV sage und schreibe 1456 Liter. Und jetzt habe ich doch tatsächlich eine Aufnahme vergessen. Insofern kommt sie jetzt nur mal per Audio nachgeliefert. Und zwar geht es um die Innenausstattung. Bei der Innenausstattung nehmen sich beide nichts. Währenddessen man beim MG5EV die Bedienung für die Heizung vor den Gangwahlschalter in der Mittelkonsole vorfindet, wurde diese beim MGZSEV unterhalb des Displays im Armaturenbrett verbaut. Je nach Ausstattung kommen beide Modelle gleichwertig ausgestattet daher. Lediglich bei den Fensterhebern fällt der Unterschied auf. Währenddessen beim MG5EV in der Exclusive-Ausstattung alle vier Fensterheber über eine Automatik verfügen, kann hiermit nur das Fahrerfenster im MGZSEV aufwarten.
Wobei der MG ZSEV mit einem Ausstattungsdetail aufwarten kann, welches es beim MG 5EV nicht mal gegen Geld und gute Worte gibt. Das Panorama-Sonnendach in der Exclusive-Ausstattung des MG ZSEV. Beim Infotainment-System sind beide Fahrzeuge gleich ausgestattet. Auch beim MG ZSEV gehört Apple CarPlay und Android Auto zur Serienausstattung. Kommen wir zu Verbrauch und Reichweite. Und das ist eigentlich so der wichtigste Punkt bei einem Elektroauto für die meisten Leute, die sich halt ein Elektroauto kaufen wollen. Wie weit komme ich? Wie viel verbraucht da? Wo kann ich ihn laden? Wie auch immer. Das sind halt alles so Punkte. Und der Verbrauch halt, oder vielmehr das stärkste Argument, was eigentlich zählt, so mal, wie weit komme ich mit einer vollen Akkuladung, wobei das eigentlich totaler Blödsinn ist, weil den Akku lädt man selten komplett voll, sondern liegt ihn eigentlich nur in dem Rahmen zwischen 20% und 80%. Da fühlt er sich am wohlsten und dann möglichst nur AC laden, wenig CC laden, das sollte man sich aufheben, oder DC laden vielmehr, das sollte man sich aufheben für Fahrten in Urlaub, Wochenendtrips oder sonst irgendwas. Und den Alltag sollte man eigentlich eher so mit AC laden verbringen. Und da haben wir jetzt hier beim MG ZSEV einen WLTP kombinierten Durchschnittsverbrauch von 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer angegeben, woraus sich eine Reichweite von 262 Kilometer ergibt. Beim MG 5 sind es 15,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und 342 Kilometer, also 80 Kilometer mehr Reichweite. Beim WLTP-Verbrauch in der Stadt sind die Unterschiede im Verbrauch nicht mehr nennenswert. Hier punktet der MG 5EV durch seinen größeren Akku, also dadurch hat er auch eine höhere Reichweite. So ist der Verbrauch beim MG ZSEV mit 12 Kilowattstunden auf 100 Kilometer angegeben, was eine Reichweite von 370 Kilometer ergibt. Und beim MG 5 steht ein Verbrauch von 11,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und eine Reichweite von 242 Kilometer gegenüber. Nehmen wir jetzt den Durchschnittsverbrauch des Herstellers, der immer noch mal extra angegeben ist, von 18,6 Kilowattstunden für den MG ZSEV, dann ergibt sich eine Reichweite von lediglich 239 Kilometer. Beim MG 5EV stehen hingegen 17,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und eine Reichweite von 300 Kilometer auf dem Datenblatt. Kommen wir jetzt zu meinem elendig langen Fazit, was jetzt kommt im Vergleich zwischen den MG 5EV und den MG ZSEV. Mit diesem Video wollte ich eigentlich nur vielleicht einen etwas unrealistischen Vergleich zwischen einem PKW und einem SUV bzw. Urban Crossover bringen, um halt einfach mal zu zeigen, welche Vorteile oder Nachteile hat denn welche Bauart. Also nehme ich lieber ein höheres Auto, was einen schlechteren CW-Wert vielleicht hat, oder nehme ich ein flacheres Auto, was einen besseren CW-Wert hat. Womit komme ich besser hin? Hinzu kommt ja auch noch, dass die Antriebstechnik und die Akkukapazität sich auch noch unterscheidet, wobei man ja hoffen kann, dass vielleicht der größere Akku auch irgendwann in den MG ZSEV reinkommt, dann würde sich das ganze Bild ja nochmal ändern. Und trotz ihrer Unterschiede, die sie haben, hat jedes Auto irgendwo so seinen eigenen Charme, nenne ich es mal, und bietet halt das jeweilige, was man haben will. Also man bekommt halt beim MG ZSEV einen günstigen Familienkombi für sein Geld, währenddessen man halt im MG ZSEV etwas bequemer ein- und aussteigen kann. Also da sind dann halt schon wieder so ein bisschen so die Vorlieben, die man sich da nehmen kann. Also die Kopffreiheit ist im MG ZSEV etwas größer, dafür habe ich aber auch mehr Laderaum im MG 5EV. Also da gibt es dann halt auch Unterschiede, die speziell halt auf denjenigen selbst eher ansprechend sind, auch wenn die Laderaumkapazität, die Differenz davon gerade mal 80 Liter sind, das hört sich nicht viel an im ersten Augenblick. Aber es kann halt schon ausreichend dafür, dass man sagt, also ich brauche aber diese 80 Liter, die gehen ja mehr in die Länge rein und die brauche ich, weil ich halt regelmäßig mit längeren Gegenständen durch die Gegend fahre oder vielleicht eine Tischplatte hinten reinpacke oder wie auch immer. Insofern kann das schon
unterschiedlich sein. Ja, anders verhält es sich halt bei den Sicherheitsausstattungsmerkmalen, wenn wir jetzt mal den Totwinkelwarner nehmen oder den Querverkehrswarner, den adaptiven Tempomaten mit Stauassistenten. Da sind wir dann halt beim MGZS-EV besser aufgehoben, wobei Sicherheit beide gleich sind, also da nehmen sie sich nichts. Und der andere Unterschied ist dann halt noch, was ich auch schon erwähnt habe, nehme ich lieber einen größeren Akku, der jetzt auch nicht gerade so viel größer ist, also wir reden ja da irgendwie von 6 Kilowattstunden, oder aber nehme ich halt eher einen kleineren Akku und habe dafür halt in Anführungsstrichen ein etwas bequemeres Auto und dieses tolle Panoramaglasdach, was es halt beim MG 5 EV nicht gibt. Und da unterscheiden sie sich halt auch nur drin in diesen paar Kleinigkeiten. Was es letzten Endes bei euch werden wird, wenn ihr euch für ein MG entscheidet, das wird ja sowieso erst die Entscheidung fallen können, wenn es MG hier auch in Deutschland gibt. Ja, das wäre halt toll, wenn die kommen würden, weil ich glaube, MG hat das Zeug hier preis-leistungstechnisch schon mal den Markt ein wenig aufzuräumen. Weil so günstig kommt man momentan noch nicht an ein Elektrofahrzeug dieser Kategorie, sage ich mal, dieser Größe auch. Also es sind ja nicht diese riesengroßen Autos, sondern es ist ja immer noch ein handliches Auto, so ich sag mal im Golfformat von der Grundfläche her gesehen. Das ist halt jetzt so die Entscheidung, die liegt dann im Endeffekt bei euch selbst oder halt bei den Kaufinteressenten, welches Auto es denn sein soll. Wie gesagt, ausstattungsmäßig bis halt auf diese Sicherheitsfeatures nehmen sie sich nicht viel. Brauche ich jetzt einen flachen großen Koffer oder langen Kofferraum oder eher einen etwas höheren, weil ich größere Kisten reinlade? Das ist halt ein Kriterium. Bin ich selbst vielleicht groß und brauche mehr Kopffreiheit? Das ist ja bei mir so das Thema. Dann wird es wohl eher der MG ZS-EV werden. Und ja, und so gehen halt diese ganzen Geschmäcker halt hin und her, beziehungsweise die Bedürfnisse, die man hat. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein mit dem heutigen Video, mit dem Vergleich der technischen Daten zwischen den MG 5 EV und den MG ZS EV. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Und vergesst bitte nicht, einen Daumen rauf da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat und diesen Kanal zu abonnieren. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.